Also ich bleibe beim Thema Open Layers 3. Spezifisch geht es jetzt um mobile Kartenviewer. Ich habe auch noch ein bisschen die Open Layers 3 Geschichte und Zusammenfassung drin. Hier wirklich sehr, sehr knapp. Open Layers 2 habe ich auch nachgeschaut. Version 2 2006. Stimmt das überein? 7,5 Jahre, ja, stimmt. Ja. Open Layers 3 starten 2012. Initiiert Crowdfunding, das mal einen namhaften Betrag zusammengetragen hat. Man sieht da hier eine Größenordnung. Das ist nur ein Teil, was so eine Software kostet. Aktuell, wie gesagt, ist Beta 2 und wurde auch erwähnt, es gibt noch andere Bibliotheken und unterdessen kann man schon sagen, Leaflet ist die namhafteste, es gibt noch ein paar andere, aber eigentlich das sind schon die wichtigsten Player. Im Open-Source-Bereich und im Nicht-Open-Source-Bereich ist natürlich die große Konkurrenz eigentlich das Google Maps API, das aber eben durch Open Layers halt abstrahiert wird oder auch durch Leaflet abstrahiert wird, um da nicht an dieses API gefesselt zu werden. Das ist jetzt für die, die schon länger hier sind, ein bisschen langweilig. Was ist Open Layers 3? Wirklich nur ganz kurz, Open Source JavaScript Bibliothek für Karten im Web. HTML5 CSS 3 ist Technologie, WebGL und Canvas wird unterstützt. Ziel 3D-Integration, eben bis eigentlich das Speziellste, das noch drin ist, ist dieser Google Closure Bibliothek und Compiler, mehr unter oil3js.org. Und auch hier nochmal kurz, wie sieht so eine Karte aus? Das ist so das ein kurzes Beispiel, das ich gefunden habe, das sich relativ gut zeigt. Aber da war ja im ersten Vortrag das im Detail drin, darum überspringe ich das auch. Und komme jetzt mal zum ersten Mobile Viewer. Ich bringe jetzt zwei mobile Kartenviewer basierend auf Open Layers 3. Und zwar den ersten ist dieser OL3 Mobile Viewer. Der baut auf Open Layers 3 auf und nutzt für die GUI-Bibliothek jQuery, also die GUI-Elemente. Wird konfiguriert durch ein JSON-File, also wo die Layer und die Themenkonfiguration drin ist. Dieses JSON-File muss nicht von Hand gemacht werden, wenn man auf der Serverseite einen Mapfish-App-Server hat oder auch einen Cookie-Server. Da gibt es direkte Konvertierung von den Cookies-Metadaten in so eine JSON-Konfiguration. Und bis jetzt im Einsatz ist eben einerseits Cookie-Server, aber andererseits auch Map-Server als WMS-Server. Der erste produktive Einsatz hat im Oktober 2013 in der Stadt Winterthur begonnen. Gestern wurde jetzt offiziell auch der Kanton Glarus aufgeschaltet mit dieser Software und Kanton Zürich gab es einen Test, also eine Testanwendung auch im Herbst und da wird auch noch mehr kommen. Das Ganze ist Open Source unter BSD-Lizenz und der Quellcode ist unter dieser GitHub-URL verfügbar. Funktionen, es sind wirklich einfach die Grundfunktionen, die ein Viewer haben soll. Er soll möglichst einfach sein. Es gibt eine Themenauswahl, eine Layer-Auswahl. Es gibt noch fortgeschrittene Funktionen, die man nicht verwenden muss. Man kann auch noch Layer-Reordering machen. Eine Suchfunktion, da gibt es, wobei dann teilweise schon natürlich Server-Komponenten nötig sind, um mit eigenen Daten zu suchen, wenn kein Webdienst zur Verfügung steht. Dann gibt es Feature-Info-Abfragen, die können direkt zum Beispiel auf einen WMS-Server gehen und angezeigt werden oder sie können auf einen Applikations-Server gehen und in HTML geliefert werden. Dann gibt es Sachen, die Mobile-Geräte ausnützen, also die automatische Ausrichtung und automatische Positionsnachführung, die aktiviert werden kann. Ich merke, ich bin sehr schnell, das heißt, ich kann dann schön lange zeigen. Wobei ich jetzt natürlich für den Mobile Viewer muss ich jetzt das in einem Film zeigen, weil das sonst noch relativ schwierig ist. Jetzt habe ich hier einen.
Also hier wird jetzt hineingezoomt, halt mit dem klassischen Pinch-Zoom. Hier kommt jetzt die Themenliste, wo jetzt ein anderes Kartenthema ausgewählt wird. Das ist jetzt ein Overlay-Thema. Eine Feature-Info-Abfrage, die kommt auch im linken Tab dann als Resultat. Die hat jetzt eine recht große Legende. Eine Adresssuche. Dann wechsle ich hier nochmals das Thema und zeige jetzt mal einerseits die Kartenausrichtung. Also das nächste, das man sieht, ist jetzt so ein Drehen mit zwei Fingern, muss man sich so vorstellen. Also das geht jetzt mit OpenLayers 3, dass ich die Karte drehen kann. Ah, genau, jetzt habe ich hier unten auf den Kompass geklickt, um es wieder zurückzuschalten. Und jetzt das nächste war auch sehr schnell, da war jetzt der Button, der dritte von rechts oben, der hat lokalisiert nach GPS. Und jetzt schalte ich die Nachführung ein und die automatische Ausrichtung. Das heißt, jetzt drehe ich quasi das Telefon oder das Mobilephone und die Karte dreht mit. Das kann ich jetzt hier nicht so richtig zeigen. Ja, und das war es eigentlich schon. Also das sind so die Grundfunktionen, die hier auch gefragt waren. Es war wirklich auch die Anforderung, dass das ein einfacher Viewer mit den Grundfunktionen ist. Eben einfach auch im Sinn für Entwickler einfach, also es ist, sagen wir, relativ einfacher Einstieg, übersichtlich, also man kommt schnell auch in den Code rein, wenn man etwas erweitern will. Keine, ich sage jetzt, Standardbibliotheken, nichts sehr Schwieriges, also eine niedrige Schwelle, was selbst zu machen damit. Eine Eigenschaft, die man hier jetzt vielleicht beachtet hat, also man hat so im Hintergrund Kacheln gesehen, mir ganz gut hingeschaut hat. Und dazu möchte ich jetzt noch ein Wort sagen, weil das wurde hier ein bisschen speziell gemacht. Wir haben häufig Kunden, die wollen keinen Teil-Cache anlegen. Und zwar einerseits, entweder haben sie sehr große Flächen und sehr tiefe Zoomstufen, das heißt, es braucht sehr viel Platz. Ist heute nicht mehr so ein Problem. Aber dann haben sie auch das Problem, dass sie sehr aktuelle Daten haben wollen. Das heißt, sie müssen dann wahrscheinlich mindestens jede Nacht den Teil-Cache aktualisieren, haben aber hunderte von Kartenlayern. Und deshalb ist das nicht überall so beliebt. Und häufig reicht eigentlich WMS von der Performance her, von der Skalierbarkeit. Und wenn man das noch verbessern will, und das wurde jetzt hier gemacht, kann man so eine Kombination machen, dass man zum Beispiel die Hintergrundlayer, von denen es nur wenige gibt, trotzdem Kacheln macht, und das ist jetzt ein Teil der WMS, das heißt, es sind nicht vorproduzierte Kacheln, sondern es wird der WMS mehrfach aufgerufen, das heißt eben diese vier angedeuteten Kacheln unten, das sind eigentlich normale WMS-Requests, und die können dann sehr einfach gecached werden, das heißt, ich kann normalen HTTP-Reverse-Proxy dazwischen schalten, der cached die Kacheln im RAM oder auch auf der Disk. Und das wird dann sehr schnell und ich habe quasi keinen Wartungsaufwand für einen Teil-Cache.
Das geht so nur auf die ganz einfache Variante, wenn man nicht noch kompliziertes Labeling hat. Also vor allem geht das eigentlich gut mit Rasterbildern, sprich Luftbildern oder vorgerenderten Rasterkarten. Da geht das quasi sehr einfach und sonst wird es halt ein bisschen aufwendiger. Kann man vielleicht auch einen UMN-Mapcache davor schalten, der dann ein bisschen intelligenter Kacheln produziert. Und drüber, das eigentliche Thema wird jetzt als WMS drüber gelegt. Und das ist ein sehr guter Kompromiss eigentlich von der Anzahl Bilder her, die geladen werden auf dem Mobile. Das sind jetzt hier quasi, sagen wir, vier Bilder, wahrscheinlich sind also vier Grund und eines drüber. Fünf mindestens, meistens sind es dann auch ein bisschen mehr, oder je nachdem, wie groß das Gerät ist. Und häufig ist es wirklich auch so, dass dieses Overlay-Thema auch vom Inhalt her recht schlank ist, also dass das gar nicht so viele Kilobytes benötigt als Bild. Meistens sind es nämlich die Grundkarten, die wirklich groß sind, eben Luftbild oder so ein sehr großer Grundplan oder ausführlicher Grundplan. Also das kann ich eigentlich wirklich empfehlen, das haben wir jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht. Es wird auf dieser Basis weiterentwickelt. Was jetzt sicher nächstens kommt, ist Redlining. Und auch WMTS als Basislayer ist nicht sehr schwer zu machen, weil OpenLayer 3 das ja unterstützt. Und damit ich dann wirklich auch oder mit dem direkten Teilcache arbeiten kann. Also wir sind da sehr offen auch um Input. Wer da Pull-Requests machen will, ist sehr willkommen, da hier Erweiterungen beizusteuern. Wir öffnen das sehr gerne, diese Entwicklung. Jetzt gehe ich zum zweiten Mobile Viewer. Der wurde schon erwähnt. Das heißt, vom ersten Auftraggeber von OpenLayer 3, das ist der Swiss Topo, also die Schweizer Landestopographie. Die hat ein neues Kartenportal gemacht, eine neue Generation, MapGeoAdmin.ch. Sie hatten jetzt ein bisschen ein anderes Ziel als vorher gezeigt. Sie wollen mit einem Kartenportal alle Geräte abdecken, das heißt vom Desktop über Tablets bis zum Mobile-Gerät. Das heißt, Sie haben ein Responsive Design erstellt, wollen auch die weiteren Features 3D machen, HTML5, CSS, gut, das sind einfach die OpenLayer 3 Features, das Ganze ist Open Source. Zur Technologie, einerseits eben OpenLayer 3, Google Closure Compiler und dann die GUI-Bibliothek haben sie mit Twitter Bootstrap gemacht und haben noch als Backbone oder als Basisbibliothek AngularJS eingesetzt. Das ermöglicht so komplexe, clientseitige Applikationen zu machen. Der Quellcode habe ich hier auch die URL aufgeschrieben und die Inhalte habe ich von der unten stehenden Präsentation geklaut. Deshalb die URL. Auch das würde ich jetzt gerade zeigen. Das kann ich jetzt hier zeigen, weil es ja eben auch mit dem Desktop gut funktioniert. Das sieht man grundsätzlich so aus, sieht man es? Oh nein, nicht ganz. Das ist schade. Okay, und eben der Responsive Design heißt jetzt mal erstens, dass es sich quasi anpasst der Größe des Browsers. Also man sieht hier, dass zum Beispiel das Such-Widget hier rüber wandert, auf einer gewissen Größe. Es hat aber trotzdem noch eine Detektierung drin, ob ich jetzt ein Mobilgerät bin oder Desktop. Ich kann aber hier jetzt auf die mobile Version gehen, um hier den mobilen Teil zu vergleichen mit der anderen Applikation. Und da sieht man, es sieht schon ein bisschen anders aus, also es wurde mehr ins Menü gepackt und ich gehe jetzt auch quasi, um es 1:1 vergleichen, in so eine Größe von einem Mobile Phone.
Dann ist jetzt hier, dass der Menübutton ist jetzt hier rübergewandert, möglichst platzsparend, und ich kann jetzt hier was suchen. Einerseits ist es eine Ortssuche, seltsame Tastatur. Ihr habt nicht gemerkt, was ich gemeint habe. Ich gehe jetzt an die letzte Foskis, einfach so aus Nostalgiegründen. Und will jetzt noch einen weiteren Layer dazu nehmen. Kann ich jetzt entweder über das Katalogmenü, also hier ist es quasi die so halt menüartig strukturiert, wo ich nach verschiedenen Kriterien Layer suchen kann. Oder ich mache es jetzt über die Suche, die unterstützt auch, oder nicht, will es jetzt gar nicht. Ich dachte, ich hätte es schon mal eingegeben. Sagen wir mal nur Zonen, da gibt es sicher was. Viele Zonen, nicht die, die ich gemeint habe. Ja, was haben wir da? Keine Ahnung, was das ist. Pech gehabt. Irgendwas Flächiges suche ich. Gut. Wie? Weißt du was? Ja, aber ich bin in Rapperswil, da hat es ganz sicher keine... Arealstatistik. Oh, sehr mutig zwar, ne? Nein, nicht mehr überhaupt Statistik. Ah, deshalb, okay, ich habe den Filter. Wie kriege ich ihn weg? Aha, das war mein Problem. Ich habe jetzt hier schon quasi einen Unterfilter gesetzt. Dann kann ich es nochmal mit meinen Zonen versuchen. Ja, jetzt kommt schon viel mehr. Was gesehen, oder was? Es ist immer so, wenn man hier davor sitzt, dann sieht man es nicht. Ah, genau, das wollte ich erzeugen. Also das ist schön, dass man direkt über die Suche auch Layer anwählen kann. Sonst ist jetzt hier, die Grundkarte ist jetzt unter Konfiguration drin. Das heißt, ich kann hier aufs Luftbild umschalten. Das ist der Link zur Desktop-Version. Also das sind jetzt eigentlich so die wichtigsten Funktionen, die ich hier habe. Ein Zoom zurück, ich klicke hier nochmal auf Feature-Info, ich die Objektinformation. Das geht jetzt so über ein REST-API, das auch von SwissTopo publiziert wird. Also das ist quasi das SwissTopo-API, das hier benutzt wird. Und das heißt jetzt, es ist nicht ganz einfach, das jetzt schnell zu installieren. Also man muss auch eine Server-Gegenseite haben, die das dann, dieses API umsetzt. Ja, ich glaube, das ist jetzt mal hier die Funktion. Ah, das war schon, okay. Ich habe auch... Dankeschön. Dann haben wir Zeit für Fragen. Ja, mal ein bisschen hardwaremäßiger. Gibt es Erfahrungen bei diesen GPS-Funktionen, die in den Handys genutzt werden, eventuell für die Lokalisierung, dass sich die Smartphones mal aufgehängt haben oder sowas? Also ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass man die teilweise mal wieder so hart resetten muss, weil das GPS nicht mehr so funktioniert hat. Also wir haben auch gemischte Erfahrungen gemacht mit
Kompass ist noch was schlimmer, also da, der kann völlig daneben liegen. Es kam bei mir keine Reaktion mehr, bei zwei Geräten. Deswegen mal so die Frage in den Raum. Ja, also da gibt es wirklich Geräteprobleme und alles, alle unterstützen das nicht, aber das ist quasi, also das ist nicht auf unserer Ebene, sondern wirklich auf tiefer Ebene. Wir gehen übers Browser-API, geht man auf diese Kompass und auf GPS und das ist dann halt schon eine Ebene tiefer, wo wir keinen Einfluss nehmen können. Aber also es gibt viele Geräte, wo es funktioniert, ich sage es mal positiv. Und zwar wirklich auch der Oil 3 Viewer, also das war auch die Bedingung, dass es natürlich die iPhones, Android, aber auch die Windows-Phones unterstützt und das geht. Der Overlay von WMS über WMS-Teil, ist das ein Feature vom mobilen Client oder von OpenLayers 3? Das ist ein uraltes OpenLayers-Feature, dass man einen Teil WMS machen kann. Also das ist nicht speziell jetzt hier im Oil 3 Viewer, ist einfach so, dass das schon vorbereitet ist, dass dann die richtigen Zoom-Stufen kommen und solche Sachen. Aber eigentlich, eben das bietet OpenLayers schon, ich behaupte, seit 6,5 Jahren an. Gibt es da irgendwie Cache-Funktionalität? Ich kann mir kaum vorstellen, dass in der gesamten Schweiz da eine Netzabdeckung ist mit Daten. Oder geht man davon aus, dass man immer ein Netz hat? Also das sind hier Online-Anwendungen. Und also die haben jetzt keinen Offline-Cache. Und die Netzabdeckung in der Schweiz im Tal ist gut. Also das und da ist man ja meistens, also das ist kein praktisches Problem eigentlich. Also es ist unproblematisch. Wir haben noch Zeit für Fragen? Ja. Ja. Mich hätte interessiert, wie die Darstellung des mobilen Geräts jetzt hier, also mit welchem Kit das gemacht wurde, dass man sieht, wie das ist, wenn man Touch-Elemente macht und so weiter, also dieses Video, wie das aufgezeichnet wurde. Das ist eine echte Herausforderung, von einem ein Screencast von einem Mobilgerät zu machen. Das ist so. Und auch, ich habe eine Software gefunden, die auf einem nicht gerouteten Android läuft. Und ich kann diesen Tipp weitergeben. Aber sie kostet 95 Dollar, also 95 Cent. Und sie heißt Recordable.